Da will man eigentlich was anderes machen und dann trudeln die neuesten Star Wars Leaks ein. Es geht mal wieder um Duel of the Fates, dem eigentlichen Episode 9, den Colin Trevorrow eigentlich hätte machen sollen, aber dann gefeuert wurde. Also bleibt dran, hier bei der Nerdiothek. Das letzte Mal ging es um den Leak des Skriptes für Episode 9 Duel of the Fates von Colin Trevorrow. Der wurde ja entlassen und dann kam J.J. Abrams zurück und vollendete die Saga. Zuallererst, wem dieses Video gefällt, wer noch mehr Nerdiothek sehen will, dann lasst doch bitte ein Like da, schreibt was in die Kommentare rein, wir können drüber diskutieren. Star Wars ist da immer ein super Medium dafür. Wem die Hintergrundmusik gefällt, die ist von Samuel Kim. Den Link zu seinem Kanal, den findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht es los. Das geleakte Skript ist tatsächlich echt. Das bestätigte Colin Trevorrow, also keine Fanfiction, sondern die tatsächliche Wahrheit. Und nun wurden auch noch Konzeptart-Bilder veröffentlicht. Und jetzt muss ich doch meine Meinung ein bisschen revidieren. Das letzte Mal sagte ich, dass wir wahrscheinlich mit J.J. Abrams die bessere Version gesehen haben. Jetzt bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher, denn wenn man die Konzeptart-Bilder sieht, da bekommt man doch ein ziemlich erwachsenes Star Wars geliefert und das ist eigentlich das, was ich sehen möchte, was mir sehr gut gefällt. Wir schauen uns die Bilder mal an und quatschen da mal darüber, was man da sieht. Auf dem ersten Bild haben wir Rey anscheinend an Bord eines Sternzerstörers. Ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass die Helden einen Sternzerstörer der ersten Ordnung gekapert haben und eben mit in die Resistance-Basis geschleppt haben. Hier haben wir auch Rey mit ihrem neuen Lichtschwert gebaut aus dem zerbrochenen Lichtschwert von Luke bzw. Anakin Skywalker und ihrem Stab. Dazu hier die Klamotte der Lady. Wirkt sehr oder sieht auf jeden Fall sehr nach Luke Skywalker aus Episode 6 aus. Ein bisschen eine Mess hat sie auch angerichtet. Schön die First Order Stormtrooper weggeklatscht. Ziemlich cooles Bild auf jeden Fall. Im nächsten Bild sehen wir eine Szene, die wohl auf Coruscant spielt, wo die First Order nun ihre Base hat. Wir sehen eine Figur, die ein bisschen aussieht wie Captain Phasma. Das ist sie aber natürlich nicht. Und wir sehen eine Person hier liegend und eine Crowd. Diese Person wird hingerichtet mit einer Laser-Guillotine. Wir haben da auch drüber gesprochen das letzte Mal. Der Charakter ist Bisk Kova, über den eigentlich außer dem Namen nicht viel bekannt ist. Aber es sieht schon ziemlich heftig aus. Echt eine üble Atmosphäre, die dieses Bild ausstrahlt. Bild 3 ist Rey beim Meditieren, beim Jedi-Training hier mit Luke Skywalker im Hintergrund offensichtlich der Force Ghost, denn wir wissen ja in Episode 8, da hat er das nicht überlebt. Das nächste Bild zeigt den Planeten Bonadan und das ist der Heimatplanet von Poe Dameron. Dort lebte er laut den geleakten Informationen mit seinem Großvater. Welche Story-Elemente dort hätten stattfinden sollen, keine Ahnung, da weiß ich nichts dazu. Aber ja, sieht auf jeden Fall mal wie eine interessante Welt aus. Danach gibt es noch ein Bild, ein bisschen actionreicher. Was ist das, so eine Sail-Barge? Ein Razor-Sail wird da angegeben. Wir sehen da eine Person an Bord. Ich denke mal, das ist Poe Dameron. Poe Dameron und Rey sind wohl hier auf der Flucht vor diesem Raumschiff. Das ist nämlich die Knife Nine, das Schiff der Knights of Ren. Sieht auch ziemlich cool aus. Wäre eine gute Edition gewesen, mal durch die Kanäle zu sausen, verfolgt werden von den Knights of Ren. Sieht echt cool aus. Und dann kommt das, meiner Meinung nach, interessanteste Bild. Es wurde ja darüber gesprochen, dass Kylo Ren auf Tor Valum trifft, der eigentliche Lehrmeister von Palpatine. Und habe ich ja auch gesagt, ja, ist eigentlich nicht Darth Plagueis der Lehrmeister von Palpatine. Soviel ich weiß, ist aber dieser Roman Darth Plagueis, wo es halt darum geht, wie Palpatine ausgebildet wurde, ist, glaube ich, nicht mehr Kanon. Und Palpatine spricht zwar in Episode 3 von Darth Plagueis, aber erzählt das halt als Geschichte. Also muss ja nicht sein Lehrmeister gewesen sein.
Thor Valum, also hier der Lehrmeister. Und Leute, der sieht halt mal echt krass aus. Ein 7000 Jahre altes Alien im Lovecraft-Style, so wurde es beschrieben. Hier haben wir es, das ist Thor Valum. Zur Größe kann man jetzt nichts sagen. Die Bäume im Hintergrund sind ein bisschen zu weit weg, als dass man jetzt so einen Größenvergleich erstellen könnte. Ich finde, er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit den Zepho, also von der Kopfform. Die Zepho sind eine Rasse, die zumindest mal bei Star Wars Jedi Fallen Order, dem Videospiel von EA, aufgetaucht sind, oder um die es ging, wo man dann Steinskulpturen gesehen hat. Hat ein bisschen Ähnlichkeit damit, könnte also da auch eine Verbindung dazu geben. In diesem Bild hat es Kylo Ren mit Darth Vader zu tun und das ist so der, das Gegenstück zu Luke Skywalkers Begegnung mit Darth Vader auf Dagobah in Episode 5. Dort ging es ja quasi darum, seine dunkle Seite zu bekämpfen. Luke Skywalker gewann damals, Kylo Ren sollte das nicht tun und dann komplett der dunklen Seite der Macht fallen. Auch ein sehr schönes Concept Art Picture finde ich. Das hier Coruscant und das da oben drüber, das ist so ein First Order Teil. Die haben da wohl ihren Hauptsitz drin. Das schwebt so oder steht es vielleicht über der Stadt. Ein sehr, sehr seltsames Gebilde. Finde ich immer richtig cool designt. Coruscant soll sich auch sehr verändert haben. Von der Veränderung sehe ich jetzt hier noch nichts, bis auf dieses Riesenschiff da drüber. Auf jeden Fall auch sehr, sehr interessante Konzeptzeichen. Auf diesem Bild hier sieht man Finn, Rose Tico, C3PO und R2-D2. Die wollen hier dieses Jedi-Leuchtfeuer, über das wir gesprochen haben, aktivieren. Also dieses spezielle Funksignal, das sich im oder unter dem Jedi-Tempel befindet und das eben sämtliche Reiche der Galaxie erreichen soll, um den Leuten wieder Vertrauen zu schenken. Hey, die Jedi sind vielleicht wieder da. Jetzt kommen wir und helfen der Resistance. Da sind sie auf jeden Fall dabei, das zu aktivieren, damit es zum großen Showdown nicht mehr lange hin ist. Dieses Bild hier ist tatsächlich mein Lieblingsbild dieser Konzeptzeichnung. Das würde ich mir tatsächlich auch irgendwo aufhängen. Das sind R2-D2 und C3PO in den Straßen von Coruscant ganz unten. Das sieht richtig, richtig kriegsgebietmäßig aus. Super Farben. Ganz toll. Center Frame. Im Hintergrund sieht man wieder dieses First Order Raumschiff Gebilde. Da unten ist halt so eine Säule dran. Deswegen kann ich jetzt nicht so richtig sagen, ob das Ding schwebt oder steht. Vermutlich irgendwie beides. Aber ohne Witz, das finde ich ist das beste Bild. Wir haben ja davon gesprochen, dass Finn auf Coruscant einen Widerstand anzettelt. Und hier haben wir das Bild dazu. Finn und ein paar Leute im Kampf gegen, das sind First Order Trooper. Da geht's richtig rund hier. Coruscant, das Setting. Das nächste Bild spielt auf einer anderen Welt, nämlich Mortis. Die wurde so als Final Battle World auserwählt, so wie ich das gedeutet habe aus den Script Leaks. Und hier hat es Rey mit einem abartigen Monster zu tun. Hätte ich auch nicht schlecht gefunden, mal wieder was so Rancor-mäßiges zu sehen. Tolles Design auf jeden Fall. Wäre eine interessante Begegnung gewesen, glaube ich. Und wieder zurück auf Coruscant. Da sehen wir bemalte AT-STs. Die sollen zum Coruscant-Aufstand gehören, denn das sind auch zum größten Teil First Order Sturmtruppler. Ja, das hat man ja gesehen in Episode 9 von J.J. Abrams, der Aufstieg Skywalkers, als sie auf diesem Endor-Mond die ehemaligen Sturmtruppler gefunden haben. Und ich glaube, das ist halt so ein Teil, den sie übernommen haben. Nur mal ziemlich geil, diese Lackierung. Und da ist noch irgendwas dran an diesen AT-STs. Das kann ich jetzt aber nicht so richtig deuten, was das sein soll. Und hier dann der Standoff. Die First Order gegen die Widerständler auf Coruscant, Leute. Also da muss ich echt sagen, da hätte ich schon Bock drauf gehabt, oder? Auch das nächste Bild zeigt ein Bild aus diesem Kampf. Die Widerständler, die ehemaligen Sturmtruppen, angeführt von Finn, die haben hier den High Ground. Das nächste Bild ist ein bisschen traurig, emotional.
C3PO, der ja seinen Kopf auf einen ausgeschalteten R2-D2 legt. Man sieht hier rechts oben ein gewaltiges Loch klaffen. Da hat R2-D2 was abbekommen, aber keine Angst. Erstmal gibt es den Film nicht und zweitens, R2-D2 wäre nicht vernichtet worden in diesem Film. Das hat Colin Trevorrow gesagt. Er hat halt einfach massiv was abbekommen, aber das steckt der Droide schon weg. Und dann natürlich das Final Battle Pick hier. Rey mit ihrem Double-Bladed Lightsaber gegen Kylo Ren. Und da müsst ihr mal drauf achten, Kylo Ren hier auf sein Gesicht, da haben wir auch drüber gesprochen, durch die Explosion des Sith-Holocron wurde sein Gesicht entstellt und er bekommt diese mandalorianische Maske über. Sieht schon echt düster aus. Richtig geiler Fight, glaube ich, wäre das geworden hier. Bis zum Tode. Das ist der Final Battle. Also Rey gegen Kylo und nicht Reylo gegen Imperator. Der spielt hier kaum eine Rolle. Das nächste Bild zeigt dann Luke Skywalker, wie er mit der Hand Kylo Rens Lichtschwert aufhält. Ist ganz klar, Luke Skywalker ein Force Ghost. Und ich glaube nicht, dass das zum Endkampf gehört, denn man sieht hier, im Vordergrund ist ja Kylo Ren. Man sieht seine Haare, das bedeutet, da hat er die Maske noch nicht. Es wird ja in einem Script-Leak davon gesprochen, dass Kylo Ren auf der Suche ist nach diesem Sith-Holocron und dass Luke ihm dabei ziemlich auf den Sack geht. Das scheint so eine Szene von mir recht am Anfang zu sein. Vorletztes Bild, und das finde ich auch richtig gut. Da sieht man General Hux ist das. Oder vielmehr Kanzler Hux ist er ja da. Und im Hintergrund sieht er aus seinem Kanzlerbüro, wie ja, die First Order am Verlieren ist. Keine Chance mehr. Er zieht ein Lichtschwert und begeht Selbstmord. Und dann kommt das letzte Bild dieser Konzept-Art-Welle. Und das finde ich ein bisschen drüber. Ne? Wir haben hier Prinzessin Leia in einer Kluft, die sehr stark an Episode 4 erinnert. Und sie ja, speichert eine Nachricht, ein Hologramm in BB-8. Und das soll dann übermittelt werden mit diesem Jedi-Leuchtfeuer, das Finn und Rose zu aktivieren versuchen. Ja, das waren die Concept Art Pictures, die geleakt wurden. Und wie gesagt, ich glaube, ich muss meine Meinung ein bisschen revidieren. Denn wenn ich so diese Bilder anschaue, und da bekommt man dann halt dieses Gespür, dieses Gefühl, das wirkt sehr erwachsen, das wirkt sehr düster. Andererseits kann ich da auch verstehen, warum Colin Trevorrow dann entlassen wurde. Denn ich glaube, für LucasArts und Disney war das doch ein bisschen zu hart, das ganze Konzept, und Colin Trevorrow wollte da wohl nicht davon abweichen und deshalb musste er eben gehen. J.J. Abrams kam und hat das Ganze einfach ein bisschen familienfreundlicher rübergebracht. Dann würde mich mal interessieren, was haltet ihr von diesen Konzeptbildern? Also die sind wirklich bestätigt für Duel of the Fates Episode 9 von Colin Trevorrow. Würdet ihr lieber diesen Film sehen oder seid ihr zufrieden mit Episode 9? Müsst ihr eure Meinung revidieren, wie ich das eben getan habe? Schreibt es in die Kommentare, welches ist euer Lieblingsbild, und ja, dann lasst ein Like da, Abo wäre natürlich toll, dann gibt es mehr Zeug von Star Wars, von Videospielen, von Filmen, Serien, alles Mögliche, und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.